Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Crusader Kings 3. Ja, ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, hier weiterzuspielen. Ich sagte, die Geschichte an sich doch noch nicht fertig zu erzählen. Wir haben trotzdem noch was zu erleben, es war ein Rückschlag und alles, aber ich denke, ich habe jetzt einige Wochen Pause gehabt und jetzt werde ich, denke ich, hier gut weiter stattmachen können. Moment. So, jetzt kurz geräuspert. Genau. Das hier ist unser neuer Herrscher. Er heißt Arelis. So wie unser erster Herrscher. Dem auch mal können fast ein bisschen sagen, das ist ein kleiner Neuanfang. Ja, wie ist er denn so? Wir schauen uns mal seinen Charakter an. Er ist gerecht, er ist ehrlich und rachsüchtig. Außerdem ist er ein scharfsinniger Intellektueller, ein Kräuterkundler. Er hat einen Zwilling, das ist nämlich sein. Er hier, Budo. Den schauen wir uns auch gleich an. Weil er sagt, er ist auch unser Spielererbe, weil wir noch keine Kinder gekriegt haben und wir sind zart. Genau. Wir haben hier unsere Verlobte aktuell, ein Konkubinenkind. Stammt aus der Pommernlinie. Sie ist neugierig und sprunghaft aktuell. Genau. Dann schauen wir uns ihn hier an. Er ist tapfer, treuherzig, demütig und gierig. Auch ein scharfsinniger Intellektueller. Das sind auf jeden Fall zwei Leute, die sich, glaube ich, sehr gut verstehen werden hier. Ein gutes Bruderbündnis, würde ich sagen. Wird das hier. Ja, gut. Und zur Eigenschaft hier sind wir auch ganz anständig. Mit Bildung und so, da werden wir einiges machen können. Genau. Unser Reich sieht wie folgt aus. Wir haben hinten ziemlich viel und hier vorne ist einiges. Oder so. Hier Kujawien, hier ist eine Grafschaft, die wir wie gekriegt haben. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber irgendwie haben wir die auch gekriegt. Ja, ist einige Zeit vergangen. Gut. Wir haben hier noch eine Grafschaft und hier eine Grafschaft, die uns direkt gehört und unsere drei Stammdomänen hier. Also, eigentlich können uns die hier auch, aber die hat aktuell er hier. Aber wer ist denn? Es ist ein Cousin von uns. Ah, okay. Ja, wir sind gerecht, dem auch eigentlich ist okay, dass sie die hat, aber irgendwie wollen wir sie trotzdem zurückhaben. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie so einen Ausgleich mäßig machen kann. Also, es ist wie ihm zum Beispiel hier der Grafschaft hier hinten. Ah, schau mal, der hat hier hinten die Grafschaft hier hinten. Das sollte er ist doch eigentlich viel besser, wenn er Smolensk bekäme, als wenn er hier Braslau hätte. Es wird mir aber leider. Ich kann. Ich habe Anspruch auf den Titel, aber nicht auf den hier. Was ist denn das? Ich habe nur einen Anspruch auf das hier, aber nicht auf das andere. Okay, das ist komisch. Warum ich nicht auf das hier einen Anspruch habe. Was machen wir dagegen? Ist jetzt halt die Frage, wie wir das spielmäßig hinkriegen, dass wir da letztlich einen Austausch machen. Weil hier sind halt diese 20 Tyrannei, die sind halt nicht so geil, aber ich denke, er würde eher nehmen, das ist egal. Wir machen das, denke ich, trotzdem. Aber das Tyrannei ist jetzt halt für Spiel trotzdem zu cool, aber. So. Wir kennen ihm das hier kurz ab. Jetzt wird er uns hassen. Jetzt kriegt er hier den Titel Smolensk. Das findet sie, der Tyrann wird es halt im Titel aberkannt, aber Kraft erhalten. Ja, finde wahrscheinlich nicht so cool und alles, aber gut. Ich finde es besser so. Wir haben zwar noch hier unser Stammland Braslau wieder. Ja, das wird dann gleich wieder zum Monatswechsel. Jetzt kriegen wir ja wieder Geld raus. Aber wir sind immer noch, unsere monatlichen Einnahmen sind noch nicht so hoch. Ja, hier ist noch um 24% reduziert. Hier ist hoch, hier ist oben und hier ist auch noch reduziert um 30%, 29. Ja, das müssen wir uns, da müssen wir uns noch kümmern. Das heißt, wir könnten Krieg erklären. Ein Festmal. Erstmal einfach sagen, ja, warum denn nicht? Da gehen wir doch mal hin. Herzliche Begrüßung. Mal kurz was nochmal. Also, könnte ganz viele Kriege erklären, aber ich denke nicht, dass wir so in die Richtung hier ticken. Demnach, ja, warum sollten wir? Okay, das mit Braslau wissen wir. Wenn ich gerade auch vorhin gesehen habe, ist das hier nämlich. Er stand als Kind drangsaliert, sprich, eigentlich, sprich, ich mag ihn auch gar nicht so sehr. Meine von mir über ihn, Jugendquälgeist. Grausam, Alter. Ich weiß nicht, ob er mich gehänselt hat oder ob ich ihn gehänselt habe. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Er hat ein anderes Opfer gerade. Ich bin halt schon erwachsen, aber ist das verschwunden. Na, wenn, habe glaube ich, ihn eher gehänselt. Ja, dem auch verständlich auch, dass wir hier so ein bisschen gegen ihn vorgehen. So, das Festmahl, das Dilemma.
Treffen neigt sich dem Ende zu, mein engagierter Vasall Graf Garonas und ich finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Wenn nach meiner Meinung zum Thema Folianten sammeln. Ja, das Thema fasziniert mich ebenfalls. Ich bin rachsüchtig und deswegen. Okay, das macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil, ja, wir sind als hier scharfsinniger Lektor auf jeden Fall an Folianten interessiert. Und wir haben tatsächlich ihn als Freund gekriegt, das ist auch hier diese neue Mechanik. So, versprochen ist versprochen. Das habe ich dir gestern Nacht versprochen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es losging. Ich weiß noch, wie mein Freund Graf Garonas einen Klaps aus dem Hintern von mir bekam, zum Zeichen, dass ich alles tun würde, was er von mir verlangt. Dann gehe ich über die Runde über den Eid, den ich geschworen habe. Ja, wir sind gerecht und ehrlich. Hier genau, auch weil wir gerecht sind, würden wir Antworten kriegen. Ja, natürlich, ist versprochen. Vermutlich wird er sich jetzt hier in den Rat setzen oder irgendwie sowas. Ich meine, er ist nicht untalentiert. Auch talentierter als diese Person hier. Also, gut, dass er sich hier reinsetzen wird für den hier. Nein, diesen Ratsmarschall hier. So, mal schauen, kurz zu spielen, was Besseres geht nichts mehr. Ginge eben noch was Besseres. Wird er jetzt hier wahrscheinlich reinsetzen. Aber damit komme ich dann klar. Hier passt das, denke ich, auch. Und haben wir hier noch irgendwas? Skars wird besser greifen, aber der ist mächtig demnach. Ja, ist okay so. Mal kurz überlegen, wie stehen wir eigentlich zum Thema Religion? Also wir sind sehr gebildet. Und zum Thema Religion, wie stehen wir denn da genau? Schauen wir uns das gehen wir hier. Medizin sind wir. Also ob ich das ausgewählt habe, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Weil wir haben ja hier die Möglichkeit, hier noch zu bekehren. Und gibt es ja das eine oder andere katholische. Ich denke, wir sollten das mal starten und ein bisschen bekehren. So, hier sind wir wieder fertig. Wir können also wieder gehen. Gut. Die Geschwindigkeit hoch. Schauen wir mal, was so passieren wird. Ein neues religiöses Oberhaupt bei den Aschariten. Okay. Ja, was ich übrigens vorhin zeigen wollte, eben hier dieses neue Mechanik hier. Ich habe zwei Freunde in hier. Dieses ein Feuer. Und hier steht, ihr spracht beim Vesper über Dinge, die ihr von größtem Interesse fandet. Genau, und hier, das ist mein Freund, weil unser Bruder, da wissen wir nicht genau, warum er Freund war, weil es noch vor dem Update war. Weil ich spiele jetzt auch wieder in der neuen Version. 1.7. So, mein fachkundiger Ratskanzler. Mein Ratskanzler Graf Dagonis hat das Höchstfähigkeitswissen, insbesondere bei Angelegenheiten diplomatischer Natur. Es gibt einige Punkte, die sich in Grafschaft von Legnica unternehmen würde. Er ist der Graf von Legnica. Ja, ich meine, ist okay, dann darfst du das natürlich tun. Darfst du in der Grafschaft ein paar Sachen machen. Ja, sieht es mit dem Reich an sich aus. Das Jadwingenreich ist durchaus stark mit seinen 6000 von einer Hexe geführt. Ja, aber der tickt ähnlich wie wir, auch gerecht und ehrlich. Er mag mich einigermaßen. Ich mag ihn tatsächlich gar nicht so sehr. Warum eigentlich? Weil er eine Hexe ist, weil er entehrt ist, weil ich keinen Sitz im Rat habe. Oh, und Schulden für mehr als 10 Jahre. Oh shit. Da ist einiges passiert. Gewaltige Aufgebotsbeine. Oh ja, das sind einige Sachen, mit denen wir echt über ihn reden müssten. Können wir schauen, was Seilenbande ändern. Fahrzeuge grassiert sind gerade drin. Hier, Alter. Gewaltiges Aufgebot. Aber ich bräuchte einen gerechten Handel. Ich könnte meine Ratsrechte aufgeben, aber. Das ist etwas, was uns eigentlich hier schon zusteht. Boah, das sind 800 Mann, die er da uns abziehen würde. Wir könnten auf Geld hochgehen. Das hier werde ich definitiv nicht machen mit Zwangsteilung. Ich glaube, Aberkennungsgeschütz auch nicht. Mark. Interessant, eine Marke zu machen draus. Falls das bei dir nicht, deswegen ist das so markiert nur. Wenn du nicht ein Druckmittel gegen ihn habe, könnte ich dagegen auch was machen. Kann ich damit drücken? Kann den Lizenz in der Theorie beanspruchen? Ne, kann ich nicht. Oder ging es da auch noch einer Theorie was anderes, einen anderen Titel? Ratsposten verlangen. Das wäre was. Wir sind besonders gebildet in der. Hier. Die kann ich aus dem Rad entlassen werden. Wow. Aber was sind das unsere?
Nee, das ist jetzt 6, das ist meine. Ja, das hier könnte ich machen. Ich bin Ratskanzler geworden. Ich kann 25 Jahre nicht entlassen werden. Das ist doch cool. Schauen wir uns hier gleich mal an. Wir sind jetzt hier Ratskanzler. Das bringt uns 2 Prestige mehr pro Monat. Wo ich lieber Ratsverwalter geworden wäre, aber. Das ging nicht. Naja, gut. So, wenden wir uns den Priestern des Volkes zu. So, mal wieder rein zu uns hier. So. Kein Tag vergeht, ohne dass Vaidil Golding sich während seiner Predigten über mich lustig macht. Dieses besessene Monstrum ist sich sicher, dass ich mit den Mächten des Winters im Bund bin und wird nicht von Ede. Eher die Bauern gebe ich auch nicht. Okay. Wir sind gerecht und rachsüchtig. Ja, ich denke, ich dulde von meinem Seiten keinen Entzug. Sonst was, was auch immer das heißt da. Keine Ahnung. So. Da kommen wir uns rein, schauen uns gleich an. Erstens haben wir hier das hier und ich denke, dann gehen wir hier auch auf anatomische Studien. So, jetzt mal schauen, was hier ist. Pommern ruft uns in den Krieg gegen Böhmen. Okay, wir werden erstmal annehmen, natürlich. Wir würden es eher hier halten. Schauen wir uns mal an. Er hier möchte hier drüben. Stimmt, Pommern ist ja unter schwedischer Herrschaft aktuell. Schweden noch übelst stark. 25.000, Alter. Ein großartiger Herrscher hier. Hier kommt es echt, dass das so stark ist. Über 3 Domänen. Er hat einfach ein fettes Reich und dadurch ist seine Ausdehnung ist entsprechend auch so stark. Gut, und hier möchte er jetzt eine Grafschaft haben, nämlich Ukria. Das ist irgendwie, ja, es kommt hier dazu dann. Ist auf jeden Fall ein eindeutig legitimer Grund, hier anzugreifen. Schon mal 4000, 5000, er braucht uns eigentlich gar nicht. Dann müssen wir da unsere Truppen, denke ich, auch nicht ausheben. Körper und Geist. Je mehr ich meine Studien vertiefe, desto offensiver die Verbindung zwischen Körper und Geist. Zu viel Sorge kann ein Mensch krank machen. Und der Geist ist nicht stärker als der Geist. Mein weißer Freund Graf Geronis führt Tage über seine Sorgen und schwört, dass dies dabei hilft, seine Anspannung zu nehmen. Außerdem gelesen, dass die Bewegung den Nervenkostüm gut tut. Wir könnten also Tagebuchschreiber werden oder werden athletisch. Und erst gerade im Tagebuchschreiber geworden wurde. Und zuge dessen können wir, oder ich nehme auch den ganzen Tag frei. Ich würde sagen, wir würfeln zwischen den beiden, was wir werden. Einmal kurz den Würfel herholen. Ich würfel eine 2, das heißt, wir werden tatsächlich Tagebuchschreiber. Gut. Und da war wieder ein neues religiöses Oberhaupt. Das habe ich leider jetzt gerade übersehen, was genau ist. So. Wir sind Hingabe aufgestiegen. Wir sind jetzt gläubig. Ist noch nicht so viel. Aber ich denke, wir werden da noch besser. So. Sind noch irgendwelche Bayern, die rum. Sind, kämpfen die auch mit? Oh ja. Jetzt ist es schon etwas schwieriger geworden für ihn. Aber er führt 2 Kriege und hier sind die Bayern auch nochmal in einem Gefecht mit anderen Leuten. Okay. Jetzt hat er hier nochmal Söldner geholt. Ich würde sagen, wir unterstützen ihn ein bisschen. Holen wir hier unser Kriegsvolk. Oh, wir haben Klang von der Nachricht. Monatlich passiv plus 10, Anzahl plus 1 und zu an. Okay. Also, da hat er gerade unser. Hier. Nein. Hier Vermächtnis. So, wo ist das? Hier klangvoller Name. Das wurde gerade eben freigeschaltet. Obwohl wir Hausoberhaupt sind. Ne, du bist hier überhaupt als König Ekelis von Jadwigen. Genau. Das sind wir sind Hausoberhaupt. Aber erst ist denn das Tier überhaupt. Der würde uns hier direkt fertig machen. Hauen wir kurz hier rüber ab. Die Geschwindigkeit was runter. Ja, wir könnten es probieren. Wir haben ein ausgezeichnetes Feldherrn hier. Ich würde sagen, wir machen das. Und um den Gegner auch zu verwirren. Wir senden da noch Leute rein. Dann wird das nämlich auf jeden Fall gelingen. So, Gemeindekontrolle wurde gemacht. Was wird denn hier weitermachen? Braslau ist nämlich auch noch was zu tun. So, würden diese Schlacht ja in der Theorie verlieren, aber mit mehr Männern gewinnen wir das dann tatsächlich. Und dann können wir hier eine großartige Schlacht schlagen. 600 zu 700, das wollen wir doch sehen. So, fügen wir alles zusammen und verfolgen den Gegner. Okay, hier können wir nicht weiter. Wie kommen wir hier irgendwo drüber?
Nein, hier hin. Hier hin. Hallo, hier hin. Ah, jetzt haben wir Männer verloren. Aber hier kommt er wieder. Ne, würde es noch einmal probieren. Okay, ein bisschen zu spät, können wir nicht mehr abhauen. Hoffen wir mal, dass die Schlacht gut gelingt. Nein. Ja, mein, so haben wir denn, so, diesen schlechten Anführer jetzt hier. Wir hauen direkt ab. Gefangen genommen. Nein, unser Bruder wurde gefangen genommen. Das ist gar nicht gut. Schauen wir bei den Champions. Genau, hier Bruder. Wir haben einen Bürgermeister verloren. Und dann noch hier einen Höfling von uns. Einen Champion ganz normal. So, da kann hier gern unser nächster Bruder hier kann heiraten. Ja, was machen wir mit ihm? Gibt's irgendwas Passendes mit dem, was man machen kann? Vielleicht auch so ein bisschen in seinem Alter ist. Hier, Herzen von Brunei. Das ist doch eine Idee. Fleißig, maßvoll. Ist ja schon 29, aber ich denke, das ist trotzdem ein gutes Bündnis. Wir könnten Konkubinen nehmen, aber ich denke nicht, dass das überhaupt sollten wir. Habe ich nicht gerade aktuell an Konkubinen interessiert. So, ein Bündnis geschmiedet. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Okay, wir sind jetzt ziemlich weit zurück. Die werden dann nämlich jetzt gleich, ja, hier eine Schlacht schlagen müssen. Aber die Schlacht gewinnen sie. Sehr gut, Alter. Der pumpt ja richtig Söldner aus. 3000 Söldner schon. Was ist eigentlich die, das? Die Baronie von Berlin. Wir belagen also Berlin. Wir noch Rosenfelde und jetzt auf kein Spandau. Ah, das ist eigentlich sehr gut. Was? Oh mal, jetzt ist er bei ihm eingekerkert. Er wurde jetzt zu ihm im Kerker geholt und er auch. Aber er die hier besiegt hat, deswegen sind die jetzt bei ihm im Kerker. Würdest du bitte meine Leute freilassen? Oh, wir haben geerbt. Nämlich hier drüben die zwei. Was genau ist da passiert? Sie ist im Alter von 9 in ihren Verletzungen gestorben, unsere Cousine hier drüben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Sachen geerbt, die wir nicht wollen. Was machen wir dagegen? Irgendjemand muss das kriegen. Wir haben doch hier unseren neuen 16-jährigen Sohn. Der hat einen Anspruch auf Smolensk. Ja, okay, das sei denn nicht das, was ich dir geben kann, aber ich denke, wir können ihm hier das hier geben. Wir können ihm das hier unten auch mitgeben. Warum nicht? Machen wir. Hier unten zum dreifachen Graf. Wäre auch in der Theorie ein Herzogtum. Oder wir selber nur Herzog sind, können wir hier kein Herzogtum draus machen. So, der Belager jetzt hier schon, dann gehen wir nur dahin. Belagern da jetzt auch mal mit. 7 Monate, da kommt er wieder. Wir bewegen uns in seine Richtung. Und die nächsten Sachen geerbt. Ist unser Bruder gerade gestorben? Starb an inneren Verletzungen. Wir haben direkt unseren Bruder verloren. Ach du Heilige. Er war verstümmelt. Hat wohl in der Schlacht gekämpft, ist dann direkt gestorben. Okay, damit haben wir das hier direkt wieder bekommen. Das ist natürlich bitter. Er ist erst 12, demnach würde ich ihm das jetzt nicht geben. Können wir ihn auslösen? Nein, weil der ist in einer Armee gefangen. Noch? Nee, ist er nicht. Nee, er ist eigentlich am Herzogshof da. Komisch. Ja, hier sind Gefangene in meiner Armee 3. Doch, nee, Udo sitzt hier. Udo sitzt in dieser Armee gefangen, hier. Da kann ich da gerade nicht rausholen. Das ist eigentlich, das ist ein bisschen dumm an dieser Mod. Vielleicht tue ich die Mod wieder raus. So, hier ist aber auch alles rot. Svesk, machen wir hier weiter. Da haben wir jetzt diese Domain wieder zu viel, was machen wir mit denen? Haben wir noch irgendwen, den wir Sachen geben können? Er schon Kinder? Nein. Schauen wir uns unseren Vater hoch. Hat hier noch eine Tante? Und hier ist noch ein Cousin von uns tatsächlich. Ich würde sagen, der würde nicht kommen.
Alle wird es am GC haben, der hier. Wem geben wir das? Wir könnten das natürlich auch hier. Mal schauen, wie wir das geben. Vielleicht finden wir noch jemanden. Ein Bruder von mir. Ja, das ist ein 12-Jähriger, aber den. Ja, okay. Ja, ich meine, gut, dann geben wir es dem 12-Jährigen. Ist auch okay, denke ich. Dann darf er jetzt hier übernehmen. Vielleicht hat er ein größeres Glück. Ein Bündnis mit ihm aushandeln, warum nicht? Machen wir das so. Sehr gut. Dann stehen wir da dieser Armee gegenüber, wenn wir da reinlaufen. Warum haben wir hier einen schlechten Anführer? Ich hätte gern. Aber unser guter Anführer gefangen genommen. Wo ist unser extrem guter Loot hin? Gute Frage. Aber den 3000 können wir da nicht reinrennen. Da bräuchten wir mehr Männer. Let's go, dann holen wir uns mehr Männer. Aber hier sind 1600. Die können wir schlagen. Hier kommen noch mal nur 179. Mehr haben wir nicht mehr, okay. Hier drüben wird überfallen, aber das ist nur eine Nachbarprovinz. Das waren auch mal unsere Verwandten. Hier, Beidras, Urgroßvater von mir. Also ja, hier ist es nur der Vater von ihm, aber es ist mein Urgroßvater schon. Das ist krass. Sein Vater, sein Bruder war mein Opa. Und der ist schon tot. Und da hatten wir. Ganz viele Söhne. Es waren die ganzen Söhne, die alle gestorben sind. Von Baedras. Und jetzt dann hier Sergones. Smolensk, genau, von ihm, ja. Kurz verwirrt. Ja, wir könnten Pomerellen den Krieg erklären. Warum sollten wir? Warum sollten wir hier den Pomerellen, meinem Onkel, den Krieg erklären? Ich mag ihn, er mag mich. Gibt doch keinen Grund zu. Könnten es probieren, uns hier hinter den Fluss zu legen. Vielleicht lockt ihn das tatsächlich an. Dort könnten wir jetzt viele Männer. Oder. Nein, so und dann so. Dann würden wir die Flussüberquerung nicht kriegen. Ich weiß nicht, ob sie ihn eben wollen, obwohl wir auch ihn haben, der auch 18 ist. Der aber Vorteile in Wälder und aggressive Angriffe haben. Wir nehmen ihn ja natürlich. So. Dann führen wir diese Schlacht und mit plus 15. Ja, es sind guter Krieger, aber wir haben am Ende trotzdem die besseren Truppen. Und wir haben tatsächlich den König gefangen genommen. Oh, das ist doch sehr gut. Die Insignien haben eine geringe Haltbarkeit, sind es ja noch unzwanzig, ich würde sagen. Dann werden wir sie mal reparieren. Ja, was machen wir mit dem König da? Haben wir ihn hier noch? So. Jetzt sind sie auch mit dem Kerker. Er ist wieder freigekommen, er hier nicht. Wir sagen, ihn könnten wir rekrutieren und bekehren. Ist er ein guter Kämpfer? Jo, er ist kein schlechter Kämpfer. Er ist ein Schwertmeister, brillanter Stratege, ein Plünderer. Sowas haben wir durchaus gesucht. Truppen kehren heim und. Aber er ist immer noch im Kerker. Kann ihn jetzt auslösen. Ja. Und Höflinge habe ich auch noch einen im Kerker bei ihm. Ja, genau, hier. Ihn hier. Den lassen wir auch gehen. Auch wenn das leider irgendwie nicht von der Mechanik her, dass er die jetzt gefangen genommen hat. Denke ich, werde diese Prisoners of War rauswerfen, diese Mod. Ja, unsere. Ja, der Hofarzt ist eine weiße Frau geworden. Okay, das ist cool. Sie ist jetzt weiße Frau schon und Arzt. Damit auf 18, die kann auf jeden Fall was machen. Die ist 52 aktuell. Jo. Können Böhmen jetzt auch den Krieg erklären? So, hey, wenn du es jetzt geschafft hast, kann ich das auch. Und wir könnten hier um Schlesien kämpfen. Nachher hätten wir noch, bräuchten wir von Polen noch einen kleinen Teil von Schlesien. Wenn wir ein nächstes Herzogtum. Ich meine, wir haben gerade mit Böhmen eine gute Bekanntschaft gemacht. Böhmen ist zusätzlich gerade in einem Krieg.
Ich würde sagen, es sollte nach einem lohnenswerten Ziel an, hier um Schlesien zu kämpfen. Könnten ja auch um Polen, aber das macht nicht so viel Sinn, oder um eine einzelne Grafschaft. Nö, Schlesien ist, glaube ich, hier das Ziel, das wir haben wollen. Wir heben wieder alles aus. Weil da räumen wir dann wieder Teile weg. Das reicht jetzt hier schon. What? Ach ja. Ach ja, genau. Es schließen sich ja Leute an mittlerweile. Ich würde sagen, es war jetzt eben Zeit für einen großen Religionskrieg. Dann rufen wir eben auch unsere Leute rein. Noch ins unser Haus da. Wir kommen hier noch diese Gräfin. Dann hätten wir einmal ihn hier aus Sebes, 800 Mann, nicht ganz so Kampfkraft, oder? Pommern natürlich mit 7000 Mann, der wird gerufen. So, diese 2000 hier können wir gleich schon mal schlagen. Schauen wir kurz jetzt die Kampfkraft an. 25.000 zu 23.000, okay. Also wir müssen am Anfang gut ein paar Truppen vernichten, bevor die sich vereinen können. Hier drüben sind auch nochmal. Okay, hier drüben sind schon ist auch wieder Truppen. Das wird gleich mal eine fette Schlacht werden. Oh, unbeschwert hier. Da müssen wir mit rein. Rein da, rein da, rein da. Vielleicht schaffen wir es noch. Oh Gott, da kommen sie alle. Aber ich glaube, es wird eine fette, fette Niederlage. Oh Gott, doch, wir gewinnen am Ende. Wir gewinnen tatsächlich ganz am Ende. Oh mein Gott. Das ist eine heftige Schlacht. Hier haben wir vorhin eine gute Schlacht gehabt. Wollen wir auch noch rufen? Ja, ist okay. Wir rufen ihn dazu. Sind jetzt schon so viele Männer verloren. Gar nicht gut. Hier tritt er noch bei. So, wir schauen uns die Schlacht mal an. 4000 zu 1000. Ja, das war keine gute Schlacht. So, aber wir müssen weitermachen. Wir müssen jetzt hier Armee um Armee schlagen. Oh, ich kann meine Armee auswählen. Und dann da entziehen. Ich würde ihn kriegen. Ich glaube, der wird uns hier gerade entkommen. Ja, dann müssen wir erstmal belagern, würde ich sagen. Hier unten sind noch 1600 und die können wir uns kümmern. Okay, hier sind die Armeen alle versammelt. Können wir uns zurückziehen? Wir könnten hier stehen. Hier ist eine. Okay. Oh shit, hier ist ein guter, fetter Bauernaufstand. Den tatsächlich. Hey, haben sie ihn gerade gewonnen, oder? Ne, die haben ja gerade eine fette Schlacht verloren. Gegen den Bauernaufstand. Okay, das ist gut. Das gibt uns Zeit. Wir haben jetzt hier auch viele Truppen versammelt. 24.000 gegen 19.000. Viel ist es nicht. Gemeinde bekehren kann nicht mehr fortgeführt werden. Vermutlich, weil automatisch jetzt angepasst hat. Ja, dann bekehren sie unten Belu noch. Und hier müssen wir schauen, gibt es noch was da zu tun? Nein. Dann darfst du Befehlshaber ausbilden. So. Wir machen hier noch weiter, ein bisschen. Diese Belagerung, wir holen uns noch. 2 Monate dauert das noch. So, ich weiß gar nicht, wo sie sich verzogen haben. Die werden vielleicht irgendwann wieder auftauchen. Aber bis dahin können wir ein paar Belagerungen machen. Die hier, die ist auch bald durch, sehr gut. Nein, Xenia ist doch verstorben. Was? Fiel der ihrem eigenen Schwäche zum Opfer. Aber zierlich ist wahrscheinlich. Oh nein, das ist nicht so gut. Ich war auch unser Ratsspitze. So, wir brauchen erst aber einen neuen Hofarzt. Wir haben keinen. Das ist nicht gut. Wir müssen einen Arzt suchen gehen. Ja, und ich würde sagen, das ist dann für die nächste Folge. Obwohl, lassen die das hier noch durchlaufen. Da kommen sie auch.
Genau in dem Moment. Aber er hier kann, zieht sich zurück. Nein, tut er nicht. Die sind beide nicht besonders gut. Aber er wird der billigere, er ist der deutlich billigere. Wir nehmen ihn jetzt einfach. Der wird dann hoffentlich schon klappen. Wir rennen hier mit 14.000. Er muss ja jetzt 2.000 Mann hier aber abziehen. Okay, da findet die Schlacht statt, aber geht, nein, geht da nicht rein. Geht da nicht rein. Wir würden diese Schlacht verlieren. Aber wir könnten hier stattdessen eine zweite Schlacht schlagen, die wir gewinnen würden. Um sogar einen kleinen Ausgleich zu haben. Okay, jetzt würden sie, wenn sie alle abhauen, dann würden wir sie verlieren. So, dann ziehen wir weg. Und rechtzeitig dann. Ein kleiner Teil hat es wieder erwischt. Das ist gerade sauspannend. Gut, jetzt muss ich auch wirklich pausieren. Ich hoffe, euch da draußen hat diese Folge gefallen. Wenn ja, schreibt mir das Ganze in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.